So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play To The Moon. Ja, genau, wir haben jetzt Probleme, um Johns Erinnerung zu verändern und Neil ist irgendwie auch verschwunden. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das hier ist doch lächerlich. Lilly? Okay, und wo ist Neil hin? Wo ist er gelandet? Vielleicht kann man hier etwas versuchen. Ich dachte eigentlich, das Buch einfach umändern. Also, hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann! Was macht ihr denn noch hier? Es geht gleich los. Wir müssen uns nicht... Wenn wir uns nicht beeilen, sind die ganzen guten Plätze weg. Moment mal. Das habe ich anders in Erinnerung. Es muss sich etwas verändert haben. Hey, nicht drängeln. Ohne Scheiße, ich hasse Leute, die drängeln. Ich hasse es, aber egal. Okay, WTF. Moment mal! Das ist keine echte Erinnerung, das ist... Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Wie ihr wisst, bin ich ein Repräsentant der gloriosen NASA. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy! Wow, das war echt mies. Aber ich schweife ab. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch hier eine Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas so Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neue Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturn zu schwimmen? Oder vielleicht einfach ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen. Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht du. Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute dein Glückstag. Moment, was? Wieso nicht? Was soll ich denn da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal ein klitzekleines bisschen? Nein? Nun, als offizieller NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß ist wie der afrikanische Kontinent? Doch, wirklich. Wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um den Mond zu fahren? Und weiter, das Licht braucht 1,5247 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht ihr 130 Tage. Das wusste ich schon. So random. Und das Beste zum Schluss, Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung. Reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Denkt dran, bei der NASA seid ihr alle willkommen, besonders dann, wenn ihr brünett seid. WTF. Geil. Na, wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob das etwas gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück.
Alles unverändert. Bin zurück. Erzähl! Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre? Tja. Mein Timing ist grandios. Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten für ihre Aber sie können sich die Mondlandungslotterie leisten. Wenn sie dieses Haus verkaufen, können sie es definitiv. Die Diagnose steht fest. Ja, genau genommen haben wir es. Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich, Sie beide, Sie und Ihre Liebste. Ponyreiten für Lau im Weltall. Oder nee, im All. Sieh mal an, eine Hochzeit, tolle Sache. Wie wär's mit einem Rätsel? Wartet mal, wo ihr den ganzen... Wo ihr ganz modern Flitterwochen machen könnt. Oh Gott, das ist voll schlecht, ey. Ja, wenn man verzweifelt ist, ne? River? Jetzt redet der wie ein Butler gerade, ey. Das gibt's nicht. Auch nicht schlecht. Verdammtes Glas! Rutschig! Johnny! John! Was zur Gurke? Puh. So. Und da bin ich wieder zurück. Ich wurde leider gerade gestört. Wodurch auch, ich dummerweise, naja, das Spiel irgendwie beendet habe. Und ja, ich konnte jetzt quasi seit dem letzten Speicherpunkt nochmal alles von vorne machen. Hammer nervig, aber ich wollte jetzt nicht, ich konnte ja während des Dialogs nicht abspeichern und dann, naja, habe ich dummerweise halt das Spiel beendet und ja. Egal, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hier an dieser Stelle. Und ich habe momentan, musste ich ja auch leider Ton ausmachen. Ich werde jetzt weiterspielen, bis ich das nächste Mal abspeichern kann. Dann speichere ich erstmal ab, dann muss ich das Spiel neu starten und so. Weil ansonsten wird das über meine Boxen ausgegeben und dann ist das doppelt halt, wird dann wieder vom Mikro aufgenommen und so. Deswegen, ich habe jetzt gerade keinen Ton, das heißt, ich kann nichts irgendwie zur Musik oder so sagen. Habe ich ja zwischendrin ab und zu gemacht. Aber ich kann natürlich meine wunderschöne Synchro anbieten und ich hoffe, dass jetzt auch der Ton noch mit da ist. Aber das sehe ich dann gleich. Ansonsten tut es mir leid, dass das jetzt wirklich ohne Ton ist. Egal. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut. Du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir eine Pause. Bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen. So, jetzt scheinen wir wieder in die reale Welt zurückzukehren. Sag ich mal, sind nicht mehr in den Erinnerungen. Ja. Boah, wenn das jetzt gerade wirklich irgendwie ohne Musik ist, ne, dann beiß ich mir echt in den Arsch. Das macht keinen Sinn.
Wieso hat die Maschine nicht funktioniert? Johnnys Wunsch... Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, wurde erfolgreich übertragen. Trotzdem gab es nach dem Transfer kein einziges Anzeichen dafür, dass er zum Mond wollte. Es sei denn, eine zweite Bedingung für seine Sehnsucht wurde dabei mitgeändert. Nur dann könnte der gleiche Wunsch zu zwei verschiedenen Ergebnissen an unterschiedlichen Zeitpunkten führen. Ohne Zweifel spielt River eine wichtige Rolle bei der ganzen Sache. Wenn es also irgendwas gibt, was diese Veränderung verursacht haben kann, dann wäre sie die Hauptverdächtige. Aber was genau ist die Ursache? River, was genau hast du getan? Ja, da bin ich auch gespannt. Ah, die Sonne geht auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich frage mich, ob Neil etwas herausgefunden hat. Er hat bestimmt eine Schwachsinn gemacht. Aber, wie gesagt, werde ich jetzt hier speichern. Ja, übrigens, falls ihr hier gerade dann gesehen habt, Autosave, der war irgendwie korrupt. Also den konnte ich nicht laden. Da ist dann immer das Spiel abgestürzt. Aus welchem Grund auch immer. Möglicherweise, weil ich das Spiel auf brutale Weise beendet habe. Und man sieht hier oben am Bildschirm, es ist orange jetzt, nicht mehr rot. Johnny hat also nicht mehr viel Zeit. Aber das sehen wir dann das nächste Mal. Ich beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.